das Wort, die den Antrag einbringt. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, es wird jetzt leider ein bisschen ernster. Immer wieder Sachsen. Am 15. Februar marschierten 1000 Neonazis durch Dresden entlang der Route, tagte im Rathaus der Dresdner Stadtrat. Die Sitzung wurde nicht unterbrochen. Es gab kein Statement des Oberbürgermeisters, geschweige denn einen gemeinsamen Protest mit den Bürgerinnen und Bürgern vor der Tür. Auch die Stadträtinnen und Stadträte schwiegen mehrheitlich zu diesem ungeheuerlichen Vorgang. Ich will und kann mich an solche Zustände nicht gewöhnen. In den letzten Wochen hat sich in Bautzen eine nie dagewesene Eskalation abgespielt, die darin gipfelte, dass Rechtsextreme eine Demonstration anmeldeten, die sich gegen die Stadtratskandidatur einer mutigen Frau richtet, die für all das eintritt, wofür wir Grüne stehen. Danke, Annalena, dass du mit uns gemeinsam Ja sagst zu Humanität, Solidarität, Ja zu Weltoffenheit und Toleranz. Liebe Freundinnen und Freunde, wir, das andere Sachsen, wir müssen lauter werden und wir müssen deutlicher werden und wir müssen täglich einstehen mit all jenen, die Menschlichkeit zeigen und sich engagieren. Das darf für meinen Geschmack auch noch ein bisschen emotionaler werden. Und da geht noch was. Und deswegen gibt es heute diesen dringlichen Antrag. Ich danke allen, die daran mitgewirkt haben, und ich bitte euch um eure Zustimmung.